Hallo, ich bin Carsten in Senheim und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne wieder ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich war heute Vormittag einkaufen, brauchte noch ein paar Klamotten für den Rest der Woche. Und ja, da war der halbe Tag natürlich kaputt. Und jetzt, ja, den ganzen Nachmittag am Zelt sitzen, hatte ich jetzt auch keine Lust. Deswegen bin ich jetzt hier wieder in die Senheimer Lei hoch und ich will jetzt mal gucken, ob ich den Weg durch die Weinberge finde. Also wenn ich es richtig gesehen habe auf der Karte, gibt es wohl einen oberen Weg und einen unteren Weg durch die Weinberge Richtung Mesenich. Und ja, ist ja nicht allzu weit. Ich denke mal, sollte für den Nachmittag trotzdem eine schöne Tour geben. Ist natürlich blöd, genau in der Mittagshitze loszulaufen. Also ist schon recht warm heute, aber ist noch so gerade im erträglichen Rahmen. Ich habe genug Wasser mit, also von daher sollte es mich nicht stören. Ja, ich habe hier so eine kleine Hütte ist es nicht. Was ist es denn? Also ein Aussichtspunkt gefunden mit so einem Pavillon. Mein Gott, das Wort hat mir gefehlt. Ja. Aussichtspavillon hier. Da unten ist der Campingplatz, wo ich gerade losgelaufen bin. Und für mich geht es jetzt da noch mal weiter hoch. Ja, das erste Stück bis zum Einstieg vom Kreuzsteig. Das kennen wir ja schon und der ist auch schnell erreicht. Der ist nämlich da vorne schon, da wo die Mauer zu Ende ist ungefähr. Ja, und dann geht's weiter auf neuen Pfaden. So, hier ist dann der Einstieg vom Kreuzsteig. Und hier geht es dann jetzt weiter. Ja, okay. Mesenich 2 Kilometer. Aber von hier aus. Ja. Ich hätte jetzt fast vermutet, dass es ein bisschen mehr ist. Aber egal. Baldstein auch nur 6,7 von hier aus noch. Also kann man da auch bequem hinlaufen. Ja, mit dem Fahrrad hat es ja jetzt auch nicht so ewig gedauert bis da. Ja, ich sehe schon, ich muss hier noch mal wieder hinkommen. Ja, von hier oben hat man auch einen ganz anderen Blick auf die Mosel. Und da sieht man auch mal, ich weiß nicht wirklich, ob man es auf der Kamera sieht, aber sieht man, wie steil so ein Weinberg sein kann. Und der Kalmund, der ist in der anderen Richtung, da wo es dann richtig steil wird. Ja, hier ist der Einstieg zum Urbanusstieg. Oder Steig. Also hier gibt es irgendwie überall so relativ kleine Klettersteige. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wo der hinführt. Von daher lasse ich das jetzt mal lieber. Und wie gesagt, es ist gerade auch mega heiß. Und ich merke auch gerade wirklich, man sagt ja, dass der
Schiefer hier die Wärme noch mal reflektiert, dass es quasi wie so eine Art Parabolspiegel wirkt, warum der Wein hier auch so gut reifen soll. St. Urban, Schutzpatron der Weinbergs, Schutzpatron der Weinberge, der Winzer und Küfer. Ja, so hat jeder seinen Schutzpatron. Ja, da unten in Mesenich kann man auch so Wasserfahrräder ausleihen, also wie so ein Tretboot, die gelben Dinger da hinten auf der Mosel. Ja, da vorne kommt schon Mesenich. Und von Mesenich aus werde ich dann mal gucken, dass ich zu diesem Naherholungsplatz komme. Und von da aus müsste es dann, wenn ich es richtig gesehen habe, auf dem oberen Weg wieder Richtung Seenheim gehen. Ja, da vorne kommt schon Mesenich. Der Moped ist aber ganz schön laut. Ja, da kommt schon Mesenich. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt, also bin recht langsam gelaufen und ich habe ja noch gefilmt unterwegs. Also kann man bequem in einer Stunde laufen. Also ich habe jetzt eine Stunde gebraucht. Denke mal, durchaus kein Problem. So, dann gucke ich mal, dass ich durch den Ort durchkomme. Mal gucken mit der Sonne. So, ist besser. Dann schaue ich mal, dass ich durch den Ort durchkomme. Ist ja auch nicht groß. Zu diesem Naherholungsplatz da und dann von da aus müsste es dann nach oben lang gehen. Ich hoffe mal, es geht auch wirklich lang. Sonst gehe ich wieder runter und dann am Mosel zurück. Ist da nicht weit. Und hier gibt es Wegverpflegung. Auch wenn noch nicht alle Beeren reif sind. Aber die ein oder andere sieht schon ganz gut aus. Die da hinten, die sehen besonders gut aus, aber da kommt es ja nicht hin. Wie immer. So, da unten ist der Naherholungsplatz und jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Also ich meine, ich müsste auch da lang gehen können, weil da steht auch, ja, irgendwo da hinten steht ein Schild zum Kreuzsteig. Jetzt will ich nur nicht hoffen, deswegen muss ich jetzt nochmal gucken, dass das der Weg ist, wo ich oben am Kreuzsteig ausgestiegen bin. Weil den Kreuzsteig runter möchte ich nicht gehen. Also hoch ist cool, aber runter ist, glaube ich, scheiße. Na gut, ich gucke mal auf die Karte. So, ich habe es gerade noch mal auf die Karte geschaut. Nichts vergessen. Den Weg hier kann ich tatsächlich nicht nehmen, weil sonst müsste ich über den Kreuzsteig wieder absteigen. Und na, da möchte ich nicht runter. Ich habe auch, na ist egal.
Auf jeden Fall geht es dann jetzt, hier gibt es noch einen dritten Weg. Da komme ich dann ungefähr da, wo der Kreuzeinstieg, ja, ungefähr da, wo der Urbanussteig ist, komme ich dann jetzt raus, wenn ich hier diesen Weg nehme. Oder wo der Einstieg war. So, dass man nur ein kleines Stückchen doppelt läuft. Ist auch okay. Man muss auch mit kleinen Dingen mal zufrieden sein. Ja. Hier ist der Naherholungsplatz. Moment, einmal die Kamera drehen. So ist es einfacher. Bisschen Spielplatz. Denke mal, wird so ein Dorfgemeinschaftsplatz sein. Und dann geht es jetzt hier durch die Weinberge wieder zurück. Ja, dieser Weg hier führt dann oberhalb von Mesenich entlang. Also von daher, ja, es gibt einen oberen und einen unteren Weg, nur die treffen sich dann irgendwann. Ja, hier sind überall alle paar Meter kommt hier ein kleines Kunstwerk. In der Mosel lebende Wassergestalt. Der Hogemann, der Hakenmann. Aha. Telligenmännchen, ein Unhold aus der früheren Zeit. Da gibt es hier sogar noch richtig Kultur heute. Und da kommt schon die nächste Figur. Ah, ob ich euch alle zeige, das weiß ich noch nicht. Muss euch ja noch Anreiz bieten, hier selber herzukommen. Ah, Champagner-Charlie. Paul-Heinz Zimmer. Ja, jetzt kann ich sagen, bin schon auf dem Moselsteig gewandert. Aber das zählt natürlich nicht. Okay, auf ihm gewandert bin ich, aber 2 Kilometer oder so. Ja, hinter mir der Mesenicher Steinreichskopf. Weiß gar nicht, ob man so filmen kann. Wenn ich hochgehe, bringt es jetzt auch nichts. Naja, ich habe ein Foto gemacht, blende ich das Foto ein. So, jetzt bin ich wieder auf dem Hauptweg, sag ich jetzt mal, zurück. Von hier aus kann ich jetzt auch gleich, und zwar jetzt, den Campingplatz wieder sehen. Das heißt, den Teil der Strecke kennen wir schon. Denk mal jetzt noch, bis ich am Zelt bin, eine halbe Stunde. Ja, dann haben wir es, ja, 3:30. Habe ich zwar nicht den ganzen Nachmittag rumgekriegt, aber wenigstens nicht den ganzen auf der faulen Haut gesessen. So ist er dann auch okay. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Runde. Also wenn ihr mal hier in der Gegend seid, von Seenheim nach Mesenich, ein bisschen spazieren wollt, oder ja, sag mal so, von der Länge der Strecke her ist es ein Spaziergang, aber der ein oder andere Höhenmeter ist auch dabei. So,
dass es auch eine kleine Wanderung ist. Vor allen Dingen bei so einem Wetter wie heute. Also hier in den Weinbergen kann es dann schon echt mal heiß werden. Und würde ich auch wirklich empfehlen, nicht ohne Kopfbedeckung hier zu laufen. Also hier ist wieder an der Stelle, fühlt sich an wie 40 Grad. Puh. Da wo ein Wind aufkommt, da ist ganz angenehm. Und da wo kein Wind hinkommt, da wirst du gekocht direkt. Ja, wie gesagt, unter mir ist die Mosel. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.